Rüdiger Lenz, der hat auch was Schönes gesagt am Freitag. Er hat gesagt, wir müssen diese Mahnwachen einfach sehen wie so eine neue kleine Firma, die man aufbaut. Weil die, die hier viel organisieren, die machen sich natürlich auch Gedanken. Warum sind so wenig Menschen, die hier stehen? Bei dem, was der Dritte Weltkrieg so nah wie noch nie zuvor, auch gerade durch Kalka, an unsere Haustür klopft. Aber er sagte eben halt, wir müssen halt geduldig sein. Wenn man eine neue Firma aufmacht, ein neues Geschäft aufmacht, dann hat man auch nicht sofort den Laden voll mit Menschen. Es dauert halt eine Zeit. Und wir stehen hier und wir werden weiter hier stehen und wir werden jeden Montag hier stehen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Und zwar bundesweit. So. Jasmin. Mikro frei. Ja, hallo, guten Abend Braunschweig. Wie sage ich so oft, schön euch hier zu sehen. Ich habe euch eine kleine Rede mitgebracht. Ich war ja auch am 3.10. mit drüben in Hannover. Habe eine Menge Eindrücke mitbekommen und hatte gestern das Bedürfnis, nach diesem Tag mich einfach mal hinzusetzen, so ziemlich nach dem Aufstehen und einfach für euch was aufzuschreiben. Und das würde ich euch jetzt ganz gerne noch vorlesen. Weil es geht ja auch für uns oder für viele von uns darum, Mensch, es werden überhaupt nicht mehr, die uns hier begleiten, die hier mit uns stehen. Und was können wir denn oder was müssen wir denn auch tun, damit sie denn wach werden und diese Dinge. Und da habe ich mir einfach ein paar Gedanken zu gemacht. Ich sage euch, und das, was ich euch heute sage, sage ich mit aller gleichmütigen Gelassenheit, Respekt und Achtsamkeit, derer ich in diesem Augenblick fähig bin. Wahrlich, ich sage euch, es kommt der Tag, da wird ein riesengroßer Arsch am Himmel erscheinen. Und wer nicht schnell genug schlucken kann, wird in der Scheiße ertrinken. Ihr wollt aufwecken. Wie wecke ich einen Menschen, der schläft, tief schläft? Ich sage euch, ein Schlafender ist immer zu erwecken. Doch was ist mit jenen, die so sehr vergiftet sind, in Körper, Geist und Seele? Jene, die im Wachkoma oder Koma liegen. Glaubt ihr, dass es etwas nutzt, auf ihnen herumzuspringen, sie anzuschreien, sie zu rütteln und zu schütteln? Ich sage euch, ich kenne keinen Fall, in dem ein Mensch durch Schocktherapie aus seinem todesähnlichen Schlaf gerissen wurde. Doch kenne ich viele Beispiele, wo ein komatöser Mensch durch sein Lieblingslied, sein Haustier, seine Nächsten, die ihn oftmals in unerschütterlicher Geduld jahrelang liebevoll, voll Liebe zur Seite saßen, ihm erzählt und vorgelesen haben, bis er freiwillig, frei und willig ins Leben zurückgekehrt ist. Und so sage ich euch, operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Und jeder Aktion folgt unwiderruflich eine Reaktion. Doch ist es die Reaktion, die ihr erwartet? Seid ihr bereit, diese in aller Konsequenz zu tragen? Ihr wollt Frieden. Und ich weiß, ihr wollt ihn wirklich. Doch ihr seid ihm ferner, als ihr euch denken könnt. Ihr wollt Frieden? Dann lebt ihn. Denn für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit braucht niemand zu kämpfen. Frieden ist eine Geisteshaltung. Wir brauchen nur begeistern. Erst dann, wenn ihr euer Denken verändert habt, handelt ihr in die Richtung, in die ihr wollt. Dorthin, wo euer Ziel ist. Doch was ist euer Ziel? Euer wirkliches Ziel? Die Sprache des Friedens ist eine sanfte Melodie, frei von aggressiven, lauten und verletzenden Worten, voll Respekt und Achtsamkeit gegenüber jedem und allem, das uns umgibt.
Frieden kommt nur in euch, wenn ihr ruhig seid, mit dem Herzen hört und seht. Erst wenn ihr die feinen Töne wahrnehmen könnt, beginnt der Frieden für euch Realität zu sein. Frieden ist längst in eurem Leben. Allein ihr weigert euch, ihn für euch anzunehmen und macht dafür andere verantwortlich. Schafft den Müll aus euren Köpfen, damit Platz ist für friedvolle Gedanken und Handlungen. Das hier ist meine Empfehlung als Mentaltrainerin und Coach. Denkt so klar ihr nur könnt. Trinkt so viel sauberes Wasser wie möglich. Lasst Fleisch als Nahrung von euren Tellern. Esst so viel Vitalstoffe und vitalstoffreich, wie es euch möglich ist. Haltet euch von allem und jedem fern, das und der euch schadet. Tut es. Doch wenn ihr das für euch nicht beherzigen könnt, dann lasst es. Doch wenn ihr es lasst, dann geht nach Hause und hört auf mit eurem unnützen Geschrei. Denn alles, was ihr noch sagt, ist dann eine eitle Seifenblase. Also schaut für euch, wo steht ihr? Wie klar ist euer Ziel für Frieden? Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und ich möchte noch eine Kleinigkeit sagen. Einige von euch haben es schon mitbekommen.